Hallo, liebe Freds, in den kommenden Tagen wird keine neue Ausgabe von Frische Filme hier erscheinen. Allerdings habe ich mir überlegt, dass ich euch eine Art, ja, wie soll ich sagen, eine Art Nach-Weihnachts-Adventskalender präsentieren möchte. Und bestückt habe ich ihn mit einigen, ja, Filmen aus den vergangenen 12 Monaten, die mir aus ganz verschiedenen Gründen besonders, ja, in Erinnerung geblieben sind, sowohl auf positiver als auch auf negativer Hinsicht. Und ich werde euch in den kommenden 12 Tagen jeden Tag ein anderes Highlight aus dem Jahr 2019 präsentieren. Und ich möchte heute anfangen an dieser Stelle mit dem Film, der meiner Ansicht nach den besten Score, also die beste Instrumentalmusik 2019 hatte, denn gerade so Musik ist für mich, was Film angeht, immer ein Gebiet, das nicht genug gewürdigt wird, einfach so was Jahresrückblicke und so weiter angeht. Und für mich ganz klar auf Platz 1 dieses Jahr, also der Film mit der besten Filmmusik 2019, ist Pferdestehlen, der norwegische Oscar-Beitrag 2019 von Hans-Petter Moland. Denn der Komponist hat an dieser Stelle etwas sehr Starkes gewagt, das ich sonst so nur von Daniel Pemberton kenne, der mit seinem Score zu Motherless Brooklyn auch einen sehr, sehr schönen Score dieses Jahr abgeliefert hat. Denn der Komponist von Pferdestehlen hat den Score, den er abgeliefert hat, immer wieder mit Naturgeräuschen angereichert, sodass man teilweise eine Klangkulisse hat, die sowohl aus Musik, aus Instrumentalmusik mit sehr präsenten Schlag- und Blasinstrumenten, der diese Musik eben mit Naturgeräuschen wie Holzhacken, wie Vogelzwitschern und so weiter anreicht. Und es ergibt einen wundervollen Klangteppich, der diesen Film, der auch sehr, sehr großartig ist, sehr, sehr schön ummantelt und deshalb für mich der Film mit dem besten Instrumentalscore 2019 Pferdestehlen. Hört unbedingt mal rein, denn auf YouTube ist der gesamte Score im Original übrigens Outstealing Horses, wie der Film genannt wird, verfügbar. Und genau, schaut doch da mal rein und wenn euch das nicht zusagt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall Daniel Pembertons Musik zu Motherless Brooklyn. Das ist sie, das ist die Frau, die Frank beschattet hat. Ich glaube, sie hat was aufgedeckt. Was mit den Armen in der Stadt passiert, war gestern keine Nachricht wert und wird es auch morgen nicht sein. Wo gehen die Leute dann hin? Die meisten verschwinden einfach. Diese Stadt wird von Moses Randolph regiert. Wenn jemand nicht als das erkannt wird, was er wirklich ist, kann das sehr gefährlich sein. Haben Sie die leiseste Ahnung, wie Macht funktioniert? Macht ist das Wissen darum, dass Sie tun können, was Sie wollen und dass niemand Sie davon abhalten kann. Nein! Diese Leute sind unsichtbar. Sie existieren gar nicht. Wenn Sie seine Arbeit bedrohen, wird er sie vernichten. Sie sind ganz allein. Wenn Sie wüssten. Du bist irgendwie in die Sache verstrickt und du bist in Gefahr. Wir haben das gleiche Chaos im Kopf. Die Dinge verdrehen sich. Manche nennen es eine Gabe, aber ein Hirnleiden ist es trotz allem. Weißt du noch, was ich gesagt habe? Sie weiß es nicht. Sie weiß es nicht. Was weiß ich nicht?